Überall sonst in Afrika müssen Elefanten vor Elfenbeinjägern geschützt werden. Hier in Südafrika aber gibt es zu viele der Dickhäuter. Die Population in den Schutzgebieten verdoppelt sich auf natürlichem Wege alle 15 Jahre. Und jeder Elefant frisst mehr als 200 Kilo Pflanzen am Tag, eine Gefahr für das Ökosystem. Darum greifen die Tierschützer zu drastischen Mitteln. Sie beschießen Elefantenkühe mit Verhütungsmitteln aus der Luft. Das ist gar nicht so einfach. Jeder denkt, ein Elefant ist ein großes Tier und er ist auch echt groß. Aber wenn man mit dem Hubschrauber heranfliegt und sie rennen unter die Bäume und man muss den Bäumen ausweichen und so, dann wird es schon knifflig. Und man muss den Elefanten in den richtigen Muskel treffen, denn damit der Impfstoff am besten wirkt, muss er von den Blutgefäßen in den Muskeln absorbiert werden. Im Makalali-Wildtierschutzgebiet im Norden des Landes untersuchen Forscher, welche Auswirkungen Verhütungsmittel auf lange Sicht auf Elefantenherden haben. Dazu werden mehrere Kühe mit Peilsendern ausgestattet, die alle paar Jahre erneuert werden, unter Narkose. Im Wesentlichen sind die Aktionsradien der Elefanten unverändert geblieben. Die Bindungen zwischen den Tieren sind stark wie eh und je. Alles läuft nach Plan. Auch die Zahl der Elefanten in Makalali ist gleich geblieben. Nun wird das Verhütungsprogramm auf mehr als 20 Schutzgebiete in Südafrika ausgeweitet, damit die Zahl der Dickhäuter kontrolliert werden kann, ohne Tiere schlachten zu müssen.